Leute, was geht? Ihr habt im Titel schon gelesen, die leckersten Pommes der Welt. Und wo gibt es die leckersten Pommes der Welt, Burak? In Belgien, in Brüssel. Wir fahren jetzt nach Brüssel 3 Stunden lang. Naja, es tut mir leid, wir brauchen ein Video. Weil wenn wir keine Videos hochladen, Burak, können wir auch keine Klamotten verkaufen. Das stimmt. Naja, es ist Sommerloch, alle sind im Urlaub. Wer will ein Pommes-Video sehen? Ich. Und mein Bauch. Und dein Bauch? Ui, welchen Monat bist du denn, Burak? Im 6. Alter, ich freue mich richtig, dass wir wieder zu dritt unterwegs sind. Ha. Wir sind nur zu zweit. 1, 2 und 3. Digga. Ich sehe schon die Kommentare kommen. Du hast schon Streit mit Ozan? Ja, ich hab Streit mit Ozan. Ich hab auch Streit mit Ozan. Du hast auch Streit mit Ozan? Das wird mir langsam zu viel mit Ozan. 3 Stunden und 52 Kilometer fahren wir für euch für ein Video hin. Das ist aber gar kein Problem, weil ich bin ja ein Hund. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich hab irgendwie Bock auf Brüssel. Das ist ein Land in Europa und ich war noch nie in Belgien. Bist du bereit? Ich bin bereit. Entschuldigen ist nicht. Ich fahre 200, er zieht einfach rüber. Na gut, das Video hat ein bisschen zu aggressiv angefangen. Wir kommen wieder zurück zum family-friendlichen Content. Mann! Geh rüber, ich war 130 auf dir, geh rüber. Bitte geh rüber. Geh rüber. Ich will Psychopath nehmen. Evet. Wenn Psychopath jede, wenn geil, normal wir jetzt an. Normalinde? Psychopath sind. Das stimmt gar nicht. Die holländische Polizei zieht uns gerade raus. Folgen, bitte folgen. Ich will auch nur eine Pommes essen. Das werde ich dem Polizisten jetzt auch sagen. Ausweis, beide. Sofort. Wohin geht die Reise? Nach Belgien. Ich will doch nur eine Pommes essen. Na, wollte ich doch gar nicht. Die haben nicht gefunden, mein Paket. Ich habe 10 Kilo im Kofferraum. Ankommen in Belgien. Hey Leute, ein kleiner Tipp. Zeigt den Leuten einfach kein Peace. Die reagieren nicht drauf. Guck. Die reagieren einfach nicht drauf. Junge, ich geb's auf, warte. Wir machen es jetzt so lange, bis es klappt. Bei mir zeigen die Peace jetzt. Das gibt's nicht. Was ist denn das da vorne, der Brandenburger Tor? Ja. Lass einfach ja sagen, gell? Mach Platz. Ich will noch mal eine Pommes machen. Ich darf hier gar nicht fahren, was machen wir hier? Die Pommes die Jektik, ne? Ja, es tut mir doch leid. Ich weiß es doch nicht besser. Ich hab ein deutsches Kennzeichen aus Gladbeck. Wir sind angekommen. Das ist ein Hotel. Weil ich meine, ein Kollektion. And it was booked for one night. So Peter's breakfast is not included. Doesn't matter. We come here for eat outside. Okay, good. So, jetzt, wir haben uns ein bisschen frisch gemacht. Jetzt sind wir in der Stadt und machen uns auf die Jagd nach Pommes. Wir gehen jetzt zu Fritte was? Fritterie Taboda. Wir gehen jetzt zu Fritterie Taboda. Guck mal, Leute, Content. Springt gleich hin. Ich hoffe, dieses Video bereichert euch. Wir sind angekommen, Burak. Wir sind angekommen im ersten Spot. Wir essen. Pommes. Es riecht nach Frittierfett. Das ist ein gutes Zeichen. In dem Laden ist nur ein Mitarbeiter. Es könnte die Masche sein, auf den, ja, wir arbeiten langsam, damit mehr Schlange bildet und ja, dann der Hype sich bildet. Mich könnt ihr mit sowas nicht verarschen, okay? 20 Soßen als Auswahl. Ich habe mich schon für die Yuppie-Soße entschieden. Burak wird sich wahrscheinlich was Extravagantes holen. Mhm. Ein Mann, eine Pommes und seine Fritteusefett. Leute, ihr seht, es wird immer voller. Und ich habe gerade selber gedacht, der arme Mann, Alter, er macht Pommes, er muss abkassieren. Nein, er macht nur seine Pommes und bedient Leute und du kannst einfach selber hier zahlen, weißt du, ich meine. Aywa. Circa 20 Minuten später haben wir jetzt unsere Pommes bekommen. Der Mitarbeiter wollte nicht gefilmt werden. Was ich auch nicht verstehen kann, Bruder, ein Hype-Laden. Dann arbeite er nicht dort. Ich bin gespannt, ob der Hype gerechtfertigt ist. Diese Pommes werden wohl zweimal frittiert, weil ich meine, ich habe mit Yuppie-Soße genommen. Burak mit Samurai. Samurai. Ich mach mal den Anfang. Mhm. Oh. 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 Was denn? Der ist es, Alter. Boah, das ist ein geiler Pommes. Schaut ihr euch an. Nimm mal diese Schwarze da weg, Digga. Die Schwarze? Der Schwarze soll ich wegmachen? Ja, bitte. Ekliger Mensch, alle. 10 von 10 Pommes. Echt? Wenn ich das erklären müsste, schmeckt das kartoffeltastisch. Ist auch günstig, Bro. 4 Euro? Ja, diese Portion kostet 4 Euro. Mit Soße. Ja, Burak, ich weiß, es wird dir auch schmecken. Weil wenn es mir geschmeckt hat, dann schmeckt es ihr auch. Ja, so eine Reissoße. Ist bereit? Ja. Genau hier, Jojo? Genau da, Jojo. Boah. Moment, Moment. Kannst du noch mal reindippen? Rein in den Samurai? Boah, Bruder, der Unterschied zwischen unserem Pommes in Deutschland, viel größer, Bro, ja, und hat auch einen besseren Inhalt. Ja. Voll mit Kartoffeln. Bei uns ist es so leer, so einfach, ist so und Kartoffel. Und wenn ich für Gladbeck reden darf, wir haben gar keinen Pommesladen. Hat sich das gelohnt, für Pommes hierher zu fahren? Ja, Mann. Sag die Wahrheit. Ich schwöre, hat sich gelohnt. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Läden mehr testen, aber das war vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wow, wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein paar Meter gemacht und ich muss schon sagen, dass Brüssel eine sehr schöne Stadt ist. Meine Pommes ist leer gegangen in circa 2 Minuten. Und da haben wir schon den nächsten Laden, Frittenland. Der soll auch krass sein. Und was essen wir da? Na, Pommes. Okay, Jackson, da wir auf unsere Linie achten müssen, holen wir dieses Mal nur eine Portion Pommes, okay?
Finde ich gut. Das sieht mir auch nach einem sympathischen Laden aus. Belgier lieben Soßen. Was für eine Soße nehmen wir diesmal? Leute, die haben hier eine Knoblauchattacke. Pita, Mayonnaise, Garlic und Herpes. Und wir nehmen Pili Pili, Digga. Boah, geil, Alter. Das Land der Pommes. Da sind unsere Soßen. Hier wird unser Pommes gemacht. Ich mag's hier. Ich auch. Man muss sagen, Pommes machen einen wirklich satt. Wir haben gerade schon eine Portion gegessen und ich bin schon voll. Obwohl ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Pommes hier günstig ist und du hier niemals verhungern würdest. Hier haben wir unsere Knoblauchattacke. Probieren wir mal. Ich muss aber zugeben, dass ich die Pommes von vorhin besser fand. Echt? Ja. Probieren wir mal die Pommes einzeln. Die sind so weich und haben so einen komischen Nachgeschmack. Der andere war so schön knusprig. So, Jackson ist dran. Ja, Jackson. Da du schon beide Soßen probiert hast, mach ich mal die Kombi. Die Kombi? Weiß ich jetzt nicht. Weißt du, was du meinst mit, ist zu weich? Komischer Nachgeschmack auch. Oh. Es hat irgendwie keinen Pommesgeschmack. Es ist alles aber kein Pommes. Ich und Jackson sind einer Meinung, diese Pommes ist nicht gut. Daran sieht man, Leute, es ist halt die Hauptstadt. Weil ich meine, und die sind für Pommes bekannt. Man denkt sich, haha, das kann ja auch nur schmecken. Geht nicht ins Frittland. Das ist alles, aber kein Fritte. Das ist alles, aber kein richtiger Backtasty. Leute, egal wo man hier hinläuft, es ist wirklich eine wunderschöne Architektur. Naja, es ist eine Baustelle. Um den Pommesgeschmack ein bisschen zu vergessen, essen wir jetzt Waffeln. La Gaufrier. Auch hier seht ihr, Leute, hier gibt es sehr viel Auswahl an Waffeln. Mit Smarties. Mit Smarties. Viele, viele bunte Smarties. Lalalala. Die sind kaffeeisch. Die Limbe. Das ist ein Blutschau-Massenschimmel. Tut mir gerade schon Telefon. Smartlim ist das. Evet. Ach, kleben ja. Mischler. Deine Masso-Kleber. Hadi, wer geht denn? Die Limbe. Das war natürlich nur Spaß. Sorry, ich muss arbeiten. Strawberries. Na, du fettes Kind? Kannst du schwabern? Es riecht nach frischen Bananen. Und warme Nutella. Boah, schau dir das an, Brack. Bismillah. Bitte, Benny schickt die Mama. Boah. Sag was. Boah. Ja, Leute, da gibt's halt nicht viel zu sagen. Warmer Teig mit Erdbeeren und Banane und Nutella. Boah. So, Jackson, jetzt bist du dran. Ja, dann wollen wir mal. Schmeckt nach Waffel. Du musst mehr nehmen, so. Ja, ein bisschen Erdbeere. Nein, noch nicht, Bruder. Guck mal, da ist noch ein Bananchen. Hier, in der Mitte. Ja, genau. Rein damit. Du dicker Junge. Das ist für die Nase. Es schmeckt sehr gut, aber wir werden es safe leckerer finden. Ich würde es auch sagen. Ist eine Basic-Bitch-Waffel. Basic-Bitch-Waffel. Guten Morgen. Das ist der zweite Tag aus Brüssel. Ich weiß, ihr seht ein bisschen K.O. aus. Ich sage euch auch, woanders liegt. Burak, das fette Kind, wollte um 2 Uhr morgens noch was essen. Dann haben wir uns 23 Hot Wings noch bestellt. Deswegen ist mir schlecht. Also mir geht's gut. Ich hab Bock. Also mir geht's gar nicht gut. Ich brauche einen Ernährungsexperten. Vielleicht brauche ich auch eine Produktplatzierung mit einer Fettabsaugung. Diese Videos bringen mich eines Tages noch um. Aller wegen Foodtour bin ich einfach ein fettes Kind geworden. Angekommen bei Captain Johns. Ein böser Kapitän. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Sir. Also Leute, Brüssel ist nicht nur für seine Pommes bekannt, sondern auch für seinen Fisch. Davon möchte ich mich jetzt höchstpersönlich überzeugen lassen. Hier gibt es wohl einen traditionellen Fisch und Jonesy möchte Scampis haben, also Garnelen. Nee, ich möchte Fresh Lobster. Nee, kein Fresh Lobster, das ist mir ein bisschen zu teuer. Oh, schön. Dankeschön. Digga, sind das deine Scampis, Bruder? Boah, ich mach grad mies Auge auf deine Scampis, Digga, Bruder. Was ist das denn? Alter, wie geil. Ich will den traditionellen doch nicht haben, können wir nicht tauschen? Nein. Ein traditioneller Backfisch mit Fritten, Mayo, Salat, Scampis. Okay, Jackson, dann mach mal den Anfang. Mit deinem Electro-White-T-Shirt. Bisschen Zitrone. Ja. Rein in die Saucy-Mosi. Saucy-Mosi. Aha. Sind die krass oder sind das Partygarnelen von Lidl? Oh, geil. Ja, dann bin ich wohl an der Reihe. Das war diese Pepperoni. Nee. Oh, ui. Das ist Eiweiß. Schau dir das an wie glasklar. Boah. Saftig. Ein schöner, frischer Fisch. Am besten ist dir das so. Ihr nehmt ein bisschen von eurem Fisch. Dann Limon. Von der Kräutersoße hier. Knoblauch Mayo mäßig. Das ist eine sehr krasse Kombination. Es war lecker, qualitativ und frisch. Das Ganze hat uns 35 Euro gekostet. Kann man nicht meckern. Boah, da geht ja mein One Piece Anime Herz auf. Hey, Ruffy. Hallo, Nami. Boah, wie cool. Oh, Ace. Okay, wir haben Boa Hanko gekauft. Wir haben Sanji geholt. Den Ehrenbruder. Mein Lieblingscharakter. Zorro geholt. Machen circa 200 Euro, glaube ich. Welchen verlosen wir, Jackson? Mein Favorite. Okay, wir verlosen Zorro. Schreibt einfach Anime Jojo, macht einen Screenshot von eurem Kommentar und schickt mir das auf Instagram und dann wird dieser Brie hier verlost. Wir sind angekommen.
Hier soll es wohl die berühmtesten Waffeln in Brüssel geben. Mason. Ich habe der Angestellten gesagt, die soll einfach die beste Waffel machen, die hier verkauft wird. Weißt du, ich meine? Und sie ist gerade dabei. Naja, ich kann kein Französisch, das tut mir leid. Voulez-vous coucher avec moi? Nur ich und du? Merci, mon ami. Merci beaucoup. Baguette. Be water, my friend. So, was haben wir denn hier? Hui. Hi. Optisch, eine 10 von 10. Ihr seht hier Erdbeeren, schön weich, zermatscht. Sahne. Und Nutella. Und Nutella. Auf geht's. Jojo? Oh ja, Mann. Chunk Top noch nicht da. Boah, ist auf jeden Fall eine Zuckerbombe. Ui. Nami. Hallo Nami. Hallo Nami. Nein, nein, nein. Hallo Nami, ich hab dir eine Waffel gemacht. Boah, du fettes Schwein. Und wie schmeckt's, Jackson? Diese Waffel schmeckt 100-mal besser als die von gestern. Das kann ich so unterschreiben. Wir gehen jetzt zum letzten Spot. Wenn du so einen Laden hast, wo so eine Schlange herrscht, ich glaube, dann hast du es geschafft im Leben, ohne Witz. Wir haben ungelogen eine halbe Stunde gewartet. Ui. Wer kennt? Auf Pommes, Zwiebel. Weiß ich nicht. Sehe ich zum ersten Mal so. Ich habe einfach eine Knoblauchsoße. Von der Optik her sieht die Pommes sehr stark aus und das war auch sehr, sehr günstig, ne? 3,70 die Portion. Ich sehe es doch, dass er gut ist. Der hat einen komischen Nebengeschmack. 6 von 10. Nein. Doch. Das kann keine 6 von 10 sein. Es ist sehr ansehnlich. Ich sag's euch. Also von der Optik her kann man nicht meckern. Was wird er sagen? Er wird lügen. Jackson, offiziell, der erste Laden war der beste. Komm, lass dich mal deins probieren, Jackson. Deins. Vielleicht kann mich ja deins überzeugen. Wow. Der besser als seiner? Ja. Dieser geilen Soße hier und den Zwiebeln. 9 von 10. Da das ein Pommes-Video ist und wir in Brüssel sind, haben wir jetzt ein Fazit für euch. Desto mehr wir die Pommes essen, desto mehr schmeckt es. Mhm. Diese Kombination ist es. Currysoße, Mayo, Zwiebeln. Ja. 10 von 10. Aber mein Gefühl sagt immer noch, dass der erste am besten war. Für mich ist der ein Ticken besser jetzt. Brüssel und Pommes ist eine gute Kombination. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Mittlerweile gibt ihr wirklich Gas. Letzte Woche sind 2000 neue Abonnenten dazugekommen. Wenn das so weitergeht, knacken wir dieses Jahr noch die Millionen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.